Moin, moin, liebe Leute, hier ist wieder euer Struppi All In. Ja, nach diesem schönen Musikvideo habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du mal was anderes. Und zwar in einer komplett anderen Richtung. Und zwar ist ein Story-Trailer von Need for Speed Payback draußen. Ja, und da habe ich mir einfach mal gedacht, den müssen wir uns einfach mal gemeinsam reinziehen. Where's the car? Lena Navarro. She played us both and took it for the house. What do you think they'll come for next? Let's do this. You're gonna need a crew. So what's the plan, Ty? The best crew in town always gets a racer in the rush. So, win the race, watch the house burn while we count our piles of cash. They'll never see you coming. This is the dumbest plan I ever heard. The crew's back together, baby. Geil. Every driver here is out to crush you. Oh, das ist nicht gut. Every cop in the city is after your blood. Das ist noch schlechter. You're about to run out of luck. Ah, wer weiß. This has never been about luck. Fahrerische Künste? Vielleicht? Alter. Geil. Ne, immer nur so kleine Ausschnitte gezeigt und ja, wir dürfen uns selber wahrscheinlich was draus reimen. Also ich würde sagen, so wie ich das jetzt immer so verstanden habe, ist das ungefähr so. Und zwar, er ist sozusagen, würde ich mal so sagen, so ein Einzelkerl, der. Wohl, nee, Einzelkerl, so Einzelkerl kann ja auch nicht sein. Ist wahrscheinlich so einer, der gerne wahrscheinlich Autos auch selber klaut oder was und, oder Autos klaut, kauft, was weiß ich. Ja, und da gibt's wahrscheinlich so eine Organisation, die nennt sich Haus. Und die haben die Autos gestohlen. Und das finden die jetzt nicht gerade so wahnwitzig. Weil ich gut verstehen kann. Ja, und die versuchen dann einfach mal wahrscheinlich auch die Autos wieder zu beschaffen und bei so einem, wie es bei Need for Speed üblich ist, illegale Straßenrennen. Und ja, allerdings wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn ich diesenjenigen spiele, dass ich wahrscheinlich sehr oft Unfälle bauen werde und wahrscheinlich nicht so driften kann, wie es in dem Video gezeigt wird. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht gerade sagen, aber naja. Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass man sich wahrscheinlich immer und immer und immer und immer und immer weiter in die Scheiße reinreiten muss, damit man da weiterkommt. Und es wahrscheinlich zunehmend schwerer wird, wenn hier auf einmal diese Organisation Haus oder was dich wahrscheinlich auch irgendwann mal tot sehen will und die Bullen, die wollen dich auch tot sehen und die ganzen Leute, die da sind, die wollen dich auch tot sehen. Ja toll. Also sowas ähnliches wie die drei Musketiere, einer für alle und alle für einen, ist das jetzt nicht gerade. Alle gegen einen, so ist es eher bei denen. Aber nun ja. Nö, also. Klingt, sieht auf jeden Fall interessant aus. Nee, auch vor allen Dingen auch nochmal Need for Speed. Mit einer richtigen Story. Wer von euch kann sich an Need for Speed The One erinnern? Hände hoch. Ich. Die Story war echt, geil, ne? Die Story wäre auch nicht schlecht gewesen, würde man mal wissen, was man für eine Scheiße angestellt hat, damit man überhaupt an diesem blöden Kasten da landet. Ich weiß es nämlich noch. Der arme Porsche. Ja, ist ja mal egal. Ich sag es mal, dieses Need for Speed Drift, sag ich mal. Ich weiß es nicht ganz genau, wie es heißt. Ist, glaube ich, auch von Need for Speed. Ja, das
war die Story war einfach nur auch so ganz normal aufgebaut. Du driftest, du machst Videos oder jemand anders macht Videos, stellst sie ins Netz, du musst hochkommen, musst immer mehr Autos kriegen, musst auf Platz 1 sein, dieser Drift-Szene oder was, was weiß ich. Aber ich glaube, da ist die Story wesentlich tiefgreifender. Da hat man wirklich mehr. Es wird wahrscheinlich alles von Anfang bis Ende ordentlich erzählt. Und ja, und dementsprechend kann das Spiel oder kann man sich das Spiel einfach nur gut vorstellen. Aber was ich allgemein hoffe, ist, dass der Anfang erklärt wird. Jetzt kann ja auch im Schnelldurchlauf sein, ist mir egal. Aber es ist immer noch alles besser wie bei Need for Speed One. Man kam in diesen einen Container oder ne, in diese eine Autopresse. Kein Arsch wusste warum. Und ja, trotzdem, das Spiel war nicht schlecht. Das Spiel hatte eine Story. Ja, aber man wurde so da reingeschmissen und keiner wusste, was jetzt los ist und was passiert ist. Und ja, die Story ist so eine ganz normale Story halt. In dieser Story geht's auch, ja, klar. Illegale Straßenrennen wahrscheinlich und driften, Rennen gewinnen, aber mit einer wesentlich tiefgreifenderen Story. Und das finde ich extrem. Das ist geil. Ja, definitiv. Also ich würde nur sagen, ja, bleibt abzuwarten, wie das Spiel wird, ne? Ja, gut. Ja, für mich gibt es nichts anderes mehr zu sagen, außer wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir lieben gern Daumen nach oben da lassen. Oder vielleicht auch ein Abo. Es wird mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und es wird mir sehr, sehr helfen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.